Herzlich willkommen bei Mini Paradise. Ich bin Flo und ich begrüße euch hier zu einem neuen Video auf unserem YouTube-Kanal. Und wie ihr seht, habe ich euch was mitgebracht. Und zwar die neue Killteam-Box Pariah Nexus, die Erweiterung für Killteam, die der liebe Postbote mir gestern vorbeigebracht hat. Und zu dem Anlass wollte ich mit euch mal ein kleines Unboxing machen. Die Box selbst, typischer GW-Standard, nichts Aufregendes, mit auf der Rückseite einem kleinen Preview, was euch in der Box erwartet. Gelände ist aufgezeigt, das Spielfeld, die beiden Fraktionen und das Buch. Das Einzige, was hier auf der Abbildung fehlt, sind tatsächlich die Karten. Ich habe da natürlich schon mal was vorbereitet. Und die Box schon mal für euch geöffnet. Und zwar wieder eine ganze Menge Plastik. Das fällt auf. Zu oben auf der erste Gussrahmen. Oder die beiden ersten Gussrahmen. Der Chronomancer. Tatsächlich meiner Meinung nach aus der Box das coolste Modell. Weil ihr hier einfach die größte Varianz habt. Ist ja auch tatsächlich eins der, ich würde sagen, von den Cryptek-Modellen so mit der am meist erwartetste. Und das Modell ist echt cool, weil ich meine, ihr habt hier die Auswahl bei drei Köpfen. Ihr habt beide Waffenoptionen drin. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, die Hand, also die zweite Hand, also alternativ zu bauen. Und das ist schon echt cool. Also da hat sich GW echt mal nicht lumpen lassen. Muss man tatsächlich auch zu allen Gussrahmen sagen, die in der Box sind. Das ist diesmal kein Easy-to-Build in der Box. Das ist tatsächlich eine vollwertige Box. Das heißt mit den vollwertigen Modellen. Und ja, das ist mir zuallererst mal positiv aufgefallen. Komme ich aber auch noch drauf, warum es nicht ganz so positiv ist auf der anderen Seite. Ja, hier haben wir natürlich das Necron-Gelände. Gelände ist gut. Also die Pylonen und was weiß ich, Türen. Davon haben wir zwei Rahmen. Und dann sind hier auch schon die restlichen Gussrahmen. Der sehr coole und mein Favorit, neue Captain der Space Marines. Auch ein cooles Modell, leider hier keinerlei Alternativen, den irgendwie anders zu bauen. Aber ich sag mal so, das Modell an sich ist schon ganz cool. Und ja gut, den Kopf könnt ihr natürlich tauschen, wenn ihr Bock habt und so. Es gibt auch gar keine Notwendigkeit, irgendwie mit dem Schulterpad irgendwas zu machen, also ordensspezifisch, weil das Schulterpad, wo im Prinzip das Ordenssymbol drauf wäre, sowieso verdeckt ist. Was ich nicht ganz so schön finde, ist hier zum Beispiel das Beispiel am Kopf. Wie ihr hier seht, dass der Gussrahmen oben am Kopf ist, das muss halt eigentlich nicht sein. Ne? Das hätte man auch unten machen können. Ist halt so ein bisschen wieder Arbeit, das Ding zu entgraten. Aber gut, trotzdem super schönes Modell und ja, macht schon so einiges her. Jetzt zum Gussrahmen der Flayed Ones. Die neuen Flayed Ones, ich sag mal so, wunderschöne Modelle. Aber ganz ehrlich, der Gussrahmen oder überhaupt der Bausatz ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Albtraum. Na, also das ist wirklich so, das sind Modelle, die machen gar keinen Spaß. Ich bin sowieso, was Necrons angeht, habe ich halt schon so einige Modelle gebaut, die einfach furchtbar waren zu bauen. Mega filigran und ich dachte schon, die Warrior wären ein Krampf, nachdem ich 80 Warrior zusammengeklebt habe. Aber das hier, das ist wirklich, das ist die absolute Hölle. Also guckt euch mal hier die filigranen Teile an. Also ich muss schon wirklich beim Anfassen muss ich schon super aufpassen, dass mir da nichts zerbricht oder abbricht. Und das macht es beim Ausschneiden wirklich nicht einfacher. Vor allem, weil der Gussrahmen auch tatsächlich, der steht ein bisschen über. Das heißt, ihr habt überall hier zum Beispiel immer mal diese Tendenz, dass da was abbricht. Ne? Also hier zum Beispiel die Klaue.
Sieht man das? Da. Das ist so ein Bausatz. Also, ja. Harter Tobak. Sicherlich nicht für Anfänger geeignet. Hier dafür die neuen Heavy Intercessors. Sehr cooler Bausatz, weil vor allem ist es, wie gesagt, kein Easy-to-Build. Das heißt, ich gehe ja zu 100% eigentlich davon aus, dass genau das der Bausatz sein wird, der auch dann in der finalen Einzelbox zu bekommen sein wird, weil wir hier tatsächlich einige Features haben. Also das muss man bei den Flake Wands sagen, der Bausatz ist komplett verbaut. Wenn der durch ist, ist da kein Teil übrig. Das ist so, wie ihr den seht. Bei den Heavy Intercessors haben wir wieder die typischen Reinheitssiegeln, Auspacks, was weiß ich was, Waffenoptionen und so weiter. Und zu den Waffenoptionen ist zu sagen, ihr habt tatsächlich alle drei Möglichkeiten dabei. Also hier die Heavy-Variante ist genauso vertreten wie hier die Assault-Variante oder auch hier die ganz normale Schnellfeuer-Variante. Was so ein bisschen schade ist, bei der Bauanleitung werdet ihr nicht unbedingt drauf gestoßen, welche Variante jetzt was ist. Ne? Also es wird euch nicht angezeigt, dass sie ist jetzt irgendwie die Stalker-Variante und so weiter. Aber gut, das kann man sich halt herleiten. Zum Beispiel, wenn man weiß, dass der Captain im Prinzip die Schnellfeuer-Variante hat, dann weiß man auch schon, okay, das ist dann die Nummer. Ich meine, hier habt ihr ein Rundmagazin, das heißt, das wird die Assault-Variante sein. Und hier mit dem wunderschönen Totenschädel drauf ist dann eher die schwere Scharfschützen-Variante. Alles in allem, coole Modelle, kann man so machen. Ach, seht ihr hier, da ist auch schon das erste Teil, typischerweise aus dem Flate One, Gussrahmen rausgebrochen. Tja, das ist halt so. Super empfindlich, aber naja. Gut, dann geht's weiter. Hier die beliebte Box-Trennpappe. Wer es mag, ein kleines Poster. Space Marines im Kampf gegen Flate Ones, Necrons. So ganz nett als Trennpapier. Coole Sache. Ein neues Motiv. Hier haben wir die Bases genau abgezählt. Das heißt, da bleibt ganz übrig. Das ist auch alles selbsterklärend. Als nächstes die Karten. Ich kenne mich tatsächlich mit Kill Team gar nicht so wirklich aus. Ich habe ein Match mal gespielt und das war eher so ein Einsteiger-Match. Ist auch tatsächlich nicht der Grund, warum ich mir die Box gekauft habe. Aber dazu komme ich noch. Ja, was habt ihr? Ihr habt hier die Missionsziele drinne. Für das Pariah Nexus Erweiterung. Ganz wichtig auch dazu anzumerken, ist es tatsächlich eine Erweiterung. Also ihr könnt mit der Box jetzt nicht einfach losspielen. Ihr braucht da schon Grundregeln von Kill Team. Sonst geht's nicht. Das war so ein bisschen meine leise Hoffnung, dass man halt einfach mit dem Boxinhalt direkt wenigstens so ein paar Kill Team Matches machen kann. Aber das ist halt leider nicht so möglich. Da bräuchte man schon irgendwie das Grundbuch oder das Wissen der Regeln. Aber so drauf losspielen geht nicht. Als nächstes das Buch, das Pariah Nexus Erweiterungsbuch. Schon relativ dick, also überraschend dick. Ich hätte jetzt gedacht, dass es deutlich, deutlich dünner ist vom Umfang. Und natürlich hinten die Bauanleitung mit verpackt. Dann das durchaus ansehnliche Spielfeld. Habe ich jetzt mal nicht ausgepackt, ist aber recht dick. Und beidseitig bedruckt, Hochglanz, alles schön. Ich denke mal, diese Erweiterung, weil ich habe mich jetzt mit Kill Team, wie gesagt, noch nicht so stark auseinandergesetzt. Achso, und natürlich, um nicht zu vergessen, der bekannte Ultramarine Decal Bow. Ja, das war es auch schon mit der Box. Wie gesagt, die Box an sich... Ich kann es jetzt nicht als Kill-Team-Spieler bewerten, weil Kill-Team ist nun mal nicht das, was ich so originär spiele. Ich habe sie mir tatsächlich erworben als regulärer Warhammer-Spieler und das ist natürlich auch mein Ansatz, wie ich an dieses Ding hier rangehe. Wenn ihr jetzt nur Kill-Team spielt, ich weiß nicht, Kill-Team ist ja sowieso eher auf begrenzten Raum ausgelegt, und nicht für die großen Feldschlachten.
Und ich denke mal, dieses Set ist hier eine perfekte Erweiterung, wenn man irgendwie, keine Ahnung, noch weniger Platz zur Verfügung hat. Wenn man sich einfach denkt, okay, ich möchte jetzt einfach mal den Spielbrett oder Brettspielabend auf der Couch genießen und dafür ist dieses Set halt ganz cool. Warum aber dieses Set dann doch wiederum nicht so on the fly zu spielen ist, also selbst wenn man jetzt die Regelkenntnis hätte, aber gut, dann hat man natürlich wahrscheinlich auch schon Killteams, ist aber einfach die Ausgeglichenheit. Ihr habt hier zwei Trupps oder zwei Killteams, und zwar einmal die Necrons, einmal die Space Marines. Und ich kenne mich jetzt, wie gesagt, nicht wirklich mit Killteam aus. Habe nur tatsächlich mal im Buch ein bisschen nachgeguckt. Und dieses ist schon stark unausgeglichen. Ne? Also selbst bei normal 40k habt ihr ungefähr die doppelte Punktzahl Space Marines vor euch. Sowohl der Captain ist doppelt so teuer wie der Chronomancer, als auch die Heavy Intercessors wie die Flayed Ones. Und wenn man jetzt denken würde, okay, du hast ja den Ausgleich, weil es beengte Räume sind, in denen die spielen. Das heißt, die Flayed Ones sind schnell im Nahkampf. Macht nichts, ein Space Marine wird die trotzdem umhauen. Ne? Dafür ist es halt einfach ein Space Marine mit Widerstand 5, einer Dreierhose, annähernd gleichen Attackenanzahlen. Und das war's dann auch. Ja, das Buch an sich, wie gesagt, ihr habt hier am Anfang ein bisschen Fluff über den Pariah Nexus, über die Space Marines. Ich mache das mal so. Necrons als zweite Fraktion. Und wie der Hergang ist. Dann wird euch das Spielfeld beschrieben. Die Regelerweiterung für beengte Räume. Das ist halt so das, worum es halt hier tatsächlich geht. Ne? Dass man halt auf engem Raum halt auch nochmal spielen kann in irgendeiner Krypta oder was weiß ich was. Ein paar Missionsziele und einzelne Missionen, relativ viel Umfang. Für diese Erweiterung hätte ich, wie gesagt, gar nicht mit gerechnet. Aber ja, und dann halt ein paar Punktanpassungen für, also ein Farbteil natürlich, und Punktanpassungen für Space Marines, wie auch der Necrons. Hier haben wir das, neue Profile, ein paar neue Einheiten sind dabei, die hier sind sie, wo sind sie jetzt? Die Heavy Intercessors zum Beispiel. Und das gleiche oder analog dazu haben wir dann natürlich auch die Necrons. Ja, das war's auch schon. Jetzt ist natürlich die Frage, an wen richtet sich die Box? Und da bin ich so ein bisschen ratlos, weil ehrlich gesagt, für einen reinen Killteam-Spieler mit den Killteams könnt ihr nicht wirklich was anfangen. Also vielleicht mit den Flayed Ones, vielleicht auch mit den Heavy Intercessors, aber ich glaube, also wie gesagt, ihr könnt halt nicht on the fly damit spielen. Ne? Das sind zwei Sets, oder es ist halt ein Set mit zwei Inhalten, würde ich sagen. Ne? Diese Killteam-Erweiterung, ganz nett für das Gelände, wenn man diese welken Räume machen will, und eben halt die Releases der neuen Space Marine-Modelle. Und das ist halt für mich irgendwie das Schwierige oder die Diskrepanz, weil klar, das sind Modelle, auf die hat natürlich jetzt die Spielerschaft lange gewartet, oder viele Spieler, würde ich sagen, und GW hat sie jetzt einfach mal released. Ich weiß nicht, ob Killteam jetzt der richtige Rahmen dafür war, weil, wie gesagt, es ist halt nicht stimmig, ne? Was ihr halt jetzt an Necrons da vorliegen habt und an Space Marines, aber gut, es waren einfach die letzten Modelle, die noch auf den Markt mussten. Und damit halt gut. Ich habe natürlich die Modelle auch schon mal für euch zusammengebaut. Hätten wir dann hier. Um das einfach mal zu sehen. Und das ist wirklich, das ist der große Pluspunkt an der Box. Das sind echt schöne Modelle. Ne? Das ist jetzt mal eine Chronomancer-Variante. Mega cool. Also das ist schon, ja, von den Cryptechs finde ich mit das coolste Modell. Wie gesagt, hier die absolute Pest, die Flayed Ones. Also wirklich, wer sich den Bausatz ausgedacht hat, also das ist für mich wirklich GWs Rache. Ne? Also und vor allem, wie ihr es macht, ne? Baut ihr erst den Oberkörper komplett zusammen, baut ihr die Beine, das ist alles nicht wirklich erkennbar, wo was hingehört. Also ja, schrecklicher Bausatz. Und wenn ich mir überlege, ich habe noch 15 Stück davon, oder jetzt noch 10 zusammenzubauen, ja, das werden auf jeden Fall, es wird ein stressiger Nachmittag. Für mich ist die Box natürlich optimal. Wie gesagt, den Killteam-Teil brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber ich brauche natürlich als Spieler der Necrons als auch der Space Marines beide Inhalte.
und habe die Box deshalb auch mehrfach, sage ich mal, in Gebrauch. Und da muss man sagen, ist es schon eine verdammt ein super Deal. Aber auch natürlich, wenn ihr euch die Box mit einem Kumpel teilen könnt, macht das schon sehr, sehr viel Sinn. Ich habe hier zum Beispiel mal die Stalker-Variante gebaut. Funktioniert, wie gesagt, alles super. Hier habe ich ein bisschen umgebaut, weil der hat jetzt die Schnellfeuerwehr dann standardmäßig an seinem Arm, war aber jetzt auch kein größeres Problem, ne? Ich habe dann einfach die schwere Variante draus gemacht. Auch für die Special Weapon ist das alles drinne und ihr könnt somit alle Varianten der Heavy Intercessors bauen. Ich habe es natürlich ein bisschen individualisiert, also im Pre-Fist, aber auch das, weil diese Cammy hier oben, die sind ein bisschen ausladender, sag ich mal, war aber auch gar kein Problem mit dem doch geringen Abstand zum Backpack. Alles in allem super Modelle mal wieder. Freue ich mich auch schon aufs Feld zu führen. Genug Varianz ist dabei auf jeden Fall. Ich möchte die halt spielen als einmal die schwere Variante und zweimal die Assault-Variante. Und da kommen wir auch schon zu der Ersparnis, weil, wie gesagt, ich habe es mir einfach mal durchgerechnet. Für die Box zahlt ihr so aktuell 125 Euro. Ja, klar, ist nicht günstig, aber gerade wenn ihr den ganzen Inhalt brauchen könnt irgendwie, dann macht das schon sehr Sinn, weil wenn ich jetzt von den Einzelpreisen ausgehe, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, Buch und Karten, da habe ich mir als Beispiel einfach mal das Commanders, die Commanders-Erweiterung für Killteam herangezogen, die bei etwa 45 Euro liegt. Das Spielfeld und Gelände, da würde ich jetzt auf die Killteam-Geländesets verweisen. Die liegen so bei 80 Euro. Der könnte aber natürlich, weil das Gelände ist schon ein bisschen, ja, wobei weiß ich nicht, ob das weniger ist, kann ich jetzt gar nicht so beurteilen. Es ist halt auf jeden Fall einfaches Gelände, vielleicht würde es dann auch bei 70 liegen. Der Chronomancer wie auch der Psychomancer würde ich wahrscheinlich bei so 25 verorten. Die Flayed Ones, da habe ich mir als Beispiel einfach mal die Immortals rangezogen. Die liegen so bei 32,50 Euro, würde ich sagen. Der Captain HQs von Space Marine liegen ja so bei 25 bis 30, weil er aber ein relativ dickes Modell ist. Der ist natürlich jetzt nicht auf dem Base. Würde ich jetzt einfach mal 30 Euro für den annehmen. Und die Heavy Intercessors schätze ich mal so auf 45 Euro. Ein Intercessor Squad liegt bei 45 Euro, sind natürlich 10 Modelle, aber auch deutlich, deutlich dünner, und sowas wie ja, Eradicator in der Box liegen bei 40, und ich habe jetzt auch mal gesagt, okay, es sind aber 5 von den Jungs, damit gehe ich halt von 45 Euro aus, was halt in Summe 257,50 Euro macht und damit über den doppelten Preis von dieser Killteam-Box. Und natürlich, ihr habt natürlich den Riesenvorteil, dass ihr das Zeug früher habt. Ja, wie gesagt, was mit Killteam? Ich glaube, wie gesagt, dass GW sich einfach nur überlegt hat, wir müssen jetzt noch für den Necrons und für die Space Marines die restlichen Releases raushauen. Machen wir es ganz nett im Verbund mit Killteam. Aber wie gesagt, für reine Killteam-Spieler weiß ich nicht. Klar, wenn man diese Erweiterung haben will, ist es bestimmt cool. Aber soweit ich jetzt informiert bin, wird es ja auch ein Regel-Update für Killteam geben. Und da kann ich überhaupt nicht beurteilen, wie sich das jetzt vertragen wird. Ja, lasst mal eure Meinung zu der Box da. Wie gesagt, wenn ihr alles brauchen könnt, ein super Deal, kann man auf jeden Fall machen. Und ich glaube, da müsst ihr auch schnell sein, weil ich weiß nicht, ich kann mir irgendwie vorstellen, dass es die Box nicht ewig geben wird. Ja, lasst mal eure Meinung da. Ich kann ja auch völlig falsch liegen. Vielleicht sagt ihr, nee, das ist jetzt das große Release für Killteam. Einfach mal Meinung. Lasst ein Like da, wenn ihr Bock habt, wenn euch das Video gefallen habt. Daumen hoch, aktiviert die Glocke und natürlich auch ein Abo, wenn ihr unseren Kanal jetzt noch nicht abonniert habt. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und freue mich auf das nächste Video. Bis dann!